This is revolution, first part. We still need revolution, second part. Thank you for coming to celebrate the Egyptian uprising with us and to talk together about the future of Egypt and also the other Arab countries. I'm just, as Verena said, I was one of 100 political activists who made protests against Mubarak, and we were beaten by the policemen, and we have the fear that we will be arrested at any time, because any kind of political activity was banned in this police station. And what happened, that hundreds became thousands and then became millions, because everyone hates the dictator. It's just, we need the moment when we, all of us, believe that we can do it. We can overthrow a dictator. There is a revolutionary Egyptian poet named Amal Dunkel. He said once, we may spend whole of our life making a hole in the wall to let the light goes to generations. But this time, the young generations mainly made it. They made it on their own, like the young people, 20 years old, 25 years old, 30 years old, began this great uprising. After 4 days, the police state collapsed because of their fight, and because of also, like, the police machine most probably was defeated by the people, and they found out that they have to leave, or someone gave them the order to leave, so thinking that creating a chaotic situation in Egypt will be an obstacle for this growing uprising. But this didn't happen, and people continued to protest against the Mubarak and his police station, police state. and in the end, they were able to win. This didn't happen just with no introductions. I mean, people fought before that. Workmen had strikes. Like the last year, about 1,000 strikes in factories were made by workmen protesting, trying to get their rights. Also, a lot of demonstrations and to protest for human rights, against human rights violation. There was a movement called Khalid Saeed movement. It's a young man who was killed in Alexandria in the street by two policemen. And there was a group on the Facebook discussing the human rights violations, taking Khalid Saeed as an example. And 100,000 people joined that group. Then they began to suggest certain types of protest, like being dressed in black and stand alongside the Nile, and such and other demonstrations. And all of these small protests introduced to the great uprising, which got its greater power when the police machine was defeated. And people took the Tahrir Square as a symbol for their protest. So you can, I can continue after. Genau, ich wollte nur allgemein. Okay, okay. Ich wollte noch eine allgemeine Ankündigung machen. Es wird so sein, dass während wir Deutsch sprechen, wird für Hassan eine simultane Übersetzung von Dajo gemacht ins Englische, und seine englischen Beiträge werden konsekutiv dann und zusammengefasst. Mehr oder minder konsekutiv. Ja, genau, ich sage das alles in der Ich-Form, weil das mit dem Er ist immer so anstrengend. Also ich war einer von 100, die gegen Mubarak demonstriert haben,
Und am Anfang wurden wir geschlagen, wir hatten Angst davor, ins Gefängnis geworfen zu werden, weil jede Form von politischer Äußerung natürlich unterdrückt wurde. Aber aus den 100 wurden 1000 und aus den 1000 wurden später Millionen, denn alle hassten im Endeffekt den Diktator. Und am Ende glaubten auch alle, dass wir ihn stürzen könnten. Ich zitiere mal einen ägyptischen Dichter, der mal gesagt hatte, es lohnt sich, das ganze Leben damit zu verbringen, ein Loch in die Wand zu schlagen, damit irgendwann mal das Licht auch die jüngeren Generationen erreichen kann. Und was diesmal anders war, war aber, dass es die jungen Leute waren, die das Loch in die Wand gemacht haben. Es waren 20, 25, 30-jährige junge Menschen. Und nachdem die mehrere Tage, 4 Tage genau, auf dem Tahrir Square, auf dem Platz der Befreiung zusammenkam, brach der Polizeistaat einfach zusammen. Die Polizeimaschinerie wurde besiegt, sie musste sozusagen gehen. Es ist unklar, ob ihnen jemand gesagt hat, ob sie gehen sollten oder wie genau, aber jedenfalls brach die Polizeimaschinerie zusammen und interessanterweise entstand in Ägypten zu dem Zeitpunkt keine chaotische Situation, sondern die Leute setzten eben die Demonstrationen fort und wie wir wissen, am Ende ist Mubarak gegangen. Klar ist aber auch, das kam natürlich nicht aus dem Nichts. Die Macht, die diese Polizeimaschine besiegte, kam nicht aus dem Nichts. Es gab im letzten Jahr, 2010, gab es über 1000 Streiks für Arbeiterinnenrechte, es gab 1000 Arbeitskämpfe, es gab viele Demonstrationen für Menschenrechte. Es gab zum Beispiel auch eine Bewegung, die sich konkret um einen jungen Mann namens Khaled Said organisierte, also nicht um ihn herum, denn es war eine Solidaritätsbewegung. Dieser junge Mann wurde in Alexandria von der Polizei getötet und es bildete sich eine Facebook-Gruppe als Unterstützung für ihn. Das kann man nicht richtig sagen. Es bildet sich eine Facebook-Gruppe sozusagen um eine Bewegung, um diesen jungen Mann herum zu organisieren. Und von dieser Facebook-Gruppe wurden auch neue Protestformen entwickelt, wie zum Beispiel Menschenketten am Nil. Und wie gesagt, also diese verschiedenen Menschenrechtsbewegungen, Arbeiterinnenrechtsbewegungen, die Bewegung um diesen Khaled Said, um diesen getöteten jungen Mann herum, war die Basis, aus der dann später der Aufstand entstand, die Macht der Polizeimaschine brach und Tahrir Square als ihr Symbol annahmen. So when we talk about Facebook, it was just a means of our communication of people creating a page, calling for a certain protest or demonstration. So it's not the revolution of Facebook. Facebook is like the press, like the newspaper. It's something which gave us with the mobile phone just ability to communicate and to decide together in a faster way how to meet also. And the Facebook didn't play any role in places like Mahalla and Suez. Like this uprising was not only in Cairo, it was in Suez by workmen, it was in Mahalla by workmen, it was in Alexandria, it was even in Luxor and Aswan. It was everywhere in Egypt, people protesting with growing size every day against the dictatorship. Tahrir Square was an icon for this movement. The square, the nearly round square, once upon a time was full of people. 9 streets leading to the square, full of people. So the scene looked like from bird's eye view, as if die Sonne und Strahlen. So it was the sun and these streets, like rays coming out from this sun. It was a really great symbol, which gave us a great spirit. And also all the time we are watching the headquarter of the National Democratic Party, the ruling party, the symbol of dictatorship, and next to it, the Egyptian Museum. The building of the Egyptian Museum was shining all the time, and the black building which set on fire in the early days of the demonstrations is still there empty as a symbol of their loss, and the museum was the symbol of our success. One night, it was a horrible night, like 2 days were very violent days, the day of 28th when the police attacked all of the protesters everywhere, then the police machine was defeated, I guess. Not only they withdrew, it was they felt that they are defeated. And the second day was during the sitting in Tahrir. They had this tactic to send criminals and policemen dressed in civil clothing,
thousands of them. Some had guns, some had knives. They had Molotov bombs, and they surrounded the square, which was the icon. So if we lose it, it will be a very bad sign for this uprising. And the people there, like maybe like 20,000 or 30,000 people there, stayed, like spent 12 hours just throwing stones to make curtain, which will not allow these criminals to enter the square. And we did manage in that, and we protected the icon. It was like an important symbol, like we have to protect it. And in the end, I think we succeeded. Of course, what we did is like all of the time we were knocking a wall, then we had a crack. The crack became bigger, and this bigger crack allowed people to come in millions. But now, unfortunately, we are facing another wall. So we did destroy a very important wall, the dictatorship. But the second wall is how really to remove the old regime and to establish new thing. This is a very tough task now. But we were sure that this Mubarak and his regime, they looked like a dead leaf of tree. This dead leaf will fall down for sure. We had this feeling, and because it's dead, it will never go back to life. It just needs more stronger wind to fall down. And still, we have this problem now. This uprising ended up that the army is ruling now in Egypt, but it's not a military coup. I mean, this is a revolution, and the army, anyway, it's part of the state, claimed that it will protect the revolution, and within 6 months, they will deliver the power to a government chosen by people. This is my small, short comment. Then we can have questions and conversation later on. Thank you for that. Nochmal zur Rolle von Facebook, was so oft erwähnt wurde als so eine Art quasi Ursache der Revolution. Facebook war für uns, das ist nicht die Facebook-Revolution, Facebook war für uns nur ein Kommunikationsmittel, das ist sozusagen wie die Presse, wie die Medien. Wir haben mit Facebook schneller und effizienter kommunizieren können, aber das hat die Revolution nicht ausgelöst. Außerdem spielte Facebook auch außerhalb von Kairo eigentlich de facto keine Rolle. Es war ja nicht nur eine Revolution, die in Kairo stattfand, sie fand auch in Suez, in Nahalla, in Alexandria statt. Und vielerlei Arbeiteraufständen, die eben außerhalb von Kairo stattfanden und die überall jeden Tag immer größer wurden. Klar war Tahrir Square, der Befreiungsplatz, ein Symbol. Und es war ja nicht nur der Platz besetzt, sondern, das hat er ja gerade teilweise auf Deutsch gesagt, es war nicht nur der Platz besetzt, sondern auch die vielen Straßen, so die in so einer, die sozusagen strahlen und ringförmig um Tahrir Square herum angeordnet sind. Und das sah eigentlich aus wie die Sonne und die Sonnenstrahlen, die davon abgingen. Also das war wohl auch sozusagen von der Weltallperspektive muss das wahnsinnig beeindruckend gewesen sein. Und auch sozusagen von da sah man auch mal zwei Gebäude, die wichtigen Symbolcharakter hatten. Nämlich einmal das am Anfang der Revolte erstmal angezündete Hauptquartier der National Democratic Party, also der herrschenden Partei, und daneben das Nationale Museum, National Museum? The Egyptian Museum, oder das Ägyptische Museum, und sozusagen das eine schwarze, verkohlte Gebäude, das Symbol der Niederlage des Regimes, daneben das strahlende Ägyptische Museum, das Symbol des Erfolges der Revolte. Und er hat ja vorhin schon, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie also die Polizeimaschinerie besiegt wurde. Es gab eine Nacht, in der die Polizei den Tahrir Square angegriffen hat, und das danach sozusagen brach ja die Maschinerie zusammen. Aber in einer zweiten Nacht war es noch so, dass auch wieder vom Regime mobilisiert Gangs von Kriminellen und Polizisten in Zivil bewaffnet und mit Molotow-Cocktails den Platz angegriffen haben. Und es war natürlich notwendig, Tahrir als Symbol der Revolution zu halten. Und die 20, vielleicht 30.000 Leute auf dem Platz haben den Platz gehalten. Es wurde quasi ein dauernder Vorhang von Steinen geworfen gegen die angreifenden Kriminellen und Zivilpolizisten. Und somit war dann die Verteidigung des Tahrir-Platzes erfolgreich. Und eben das als zentrales Symbol der Revolution.
Nochmal zurück zu diesem Zitat von dem ägyptischen Dichter, das ich erwähnt hatte. Wir haben also nicht nur ein Loch in die Mauer geschlagen, wir haben einen Riss in die Mauer geschlagen und durch diesen Riss kamen Millionen zu uns. Das Problem ist, nachdem wir also dann die eine Mauer zerschlagen haben, nämlich die Diktatur, treffen wir jetzt auf eine andere Mauer, auf die Frage sozusagen, das was jetzt? Mubarak war in dem Sinne eigentlich fast nur wie ein totes Blatt, das an einem Baum hing. Das musste nur von einem ausreichend starken Windstoß weggeblasen werden. Aber die Frage ist, was eben jetzt passiert. Jetzt ist erstmal die Armee an der Macht. Es ist klar übrigens, das ist kein Militärputsch. Der Deal ist, die Armee gibt in 6 Monaten die Macht an eine demokratisch gewählte Regierung weiter. Aber so, da sind wir jetzt und das waren jetzt meine Kommentare und dann können wir alles weitere in der Diskussion klären. Ich denke, als Politologin kann ich versuchen, sozusagen ein bisschen vergleichend und systematisch zu schauen. Deshalb habe ich auch diesen Vergleich mit 89 gewählt. Wir haben in einem Seminar, von denen einige Studenten hier sind, nochmal über die Rolle von Medien auch für unsere Wahrnehmung der Ereignisse im Nahen Osten gesprochen und wie wichtig das ist, welche Rahmen wir wählen. Also reden wir von 89, reden wir von 79, also der Bezug auf Iran, was ja in den deutschen Medien am Anfang ganz dominant war, im Kern war die Frage, fällt Mubarak und erleben wir dann, also kommt ein neuer Khomeini? Aus Sicht sozusagen einer, die die Region ein bisschen kennt, eine total absurde Frage, war aber für die deutschen Medien die entscheidende. Weshalb ich sozusagen einerseits denke, dass es natürlich wichtig ist, diese Vergleiche zu machen, auch nach Bildern zu suchen, die das, was da geschieht, für uns begreifbar machen. Und für mich war 89 und auch der Mauerfall insofern, also naheliegend natürlich für Deutschland, aber auch für das, was mich daran so beeindruckt hat, nämlich, dass die Angst weg ist. Also das, was die Leipziger geschafft haben, also was die Montagsdemos bedeutet haben, das, finde ich, haben wir da auch gesehen. Und das hat mich beeindruckt und auch berührt. Und das ist auch, was uns alle überrascht hat. Nicht, dass die Leute mutig sind. Also das wussten wir schon vorher, wie Hassan schon sagte, also eine Menge Leute machen schon sehr lange Politik und Opposition, haben hohen Preis bezahlt, bezahlen ihn immer noch. Also die viele politische Häftlinge sind ja auch noch gar nicht aus der Haft befreit. Das war uns ja bekannt. Aber dass es sozusagen einen Moment geben könnte, in dem diese Angst überwunden wird, inspiriert, denke ich schon, durch Tunesien, das glaube ich ist ganz wichtig. Und es eine Massenmobilisierung gibt, die eine Eigendynamik entwickelt, die, glaube ich, für alle überraschend war, also auch für die Aktivisten. Vielleicht möchte Hassan das ja auch nochmal kommentieren. Also nicht nur die Wissenschaftler waren überrascht, sondern auch die eigentlich, die aufgerufen hatten zu den Demos. Aber ich glaube, das war genau auch ein Teil des Erfolgsrezeptes, dass nämlich die Forderungen simpel, klar und überall auf der Welt verstehbar waren, also Freiheit, Gerechtigkeit, Würde. Ich denke, eine wichtige Frage ist natürlich Armut und Reichtum, wobei, was wir jetzt sehen, ist, dass eigentlich sozusagen es da keine Regel zu geben scheint. Also weder die ganz Armen noch die eigentlich ganz Reichen sind sozusagen geschützt oder besonders bereit zum Aufstand. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun mit dem Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich glaube, das ist was, was viele Leute in der Region vereint. Sagen, wir könnten, also wo ist denn das Geld aus dem Öl und dem Gas? Wo kommt es denn an? Und wieso müssen wir für simpelste Dienstleistungen Korruption bezahlen? Das kann doch nicht sein. Und dieses Gefühl von Ungerechtigkeit ist eventuell wichtiger als die objektiven Messdaten von Ungleichheit, weil die soziale Ungleichheit zum Beispiel in Lateinamerika viel schärfer ausgebreitet ist als im gesamten Nahen Osten. Also die Kluft zwischen Arm und Reich ist in ganz Lateinamerika viel, viel größer. Das Zweite, oder dann sicherlich spielt auch eine Rolle die Systeme, also sind sie Präsidialsysteme oder Monarchien. Die Monarchien haben den Vorteil aus Sicht des Regimes, dass der König oder die Sultane sich quasi über die Politik stellen können und sagen, also wir vermitteln hier nur, was natürlich nicht stimmt, weil sie de facto die Machthaber sind. Das schützt sie aber vor Angriffen. Nicht mehr lange, denke ich, aber eine ganze Weile hat das funktioniert. Ganz wichtig auch, wie stark sind soziale Bewegungen entwickelt und auch die Zivilgesellschaft. Und da gibt es natürlich sehr, sehr große Unterschiede zwischen Libyen, Syrien, Ägypten, Marokko und dem gesamten Golf. Das ist auch sehr wichtig nochmal zu sagen. Also darüber hören wir jetzt wenig, nur Bahrain.
Die politische Kultur aus meiner Sicht, und da bin ich auch gespannt auf Hassans Einschätzung, haben Al Jazeera und das Internet zusammen ganz viel verändert. Und das ist eben auch ein längerer Prozess. Das sind 10, 15 Jahre, über die wir hier sprechen. Das, glaube ich, ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Sechster Punkt, die Rolle der Armee und von Milizen. Also ich denke, ein wichtiger Grund, warum Ahmadinejad den Protest im Iran niederschlagen konnte, ist, weil er Zugriff auf Milizen hatte. Gaddafi scheint das auch zu haben. Mubarak hatte es nicht. Die Armee hat nicht geschossen. Was nicht heißt, dass es keine Gewalt gab, aber das ist ein entscheidender Unterschied. Dito auch in Tunesien. Das heißt, die Rolle der Armee ist ganz zentral. Und das Letzte, was ich noch gern erwähnen möchte, sind historische Erfahrungen. Also gibt es zum Beispiel jetzt in der ägyptischen, aber auch in der tunesischen Geschichte natürlich sowohl Erfahrungen mit Aufstand, Protest, der antikoloniale Widerstand spielt eine große Rolle und eine Erfahrung auch mit konstitutionellen und demokratischen Systemen, also die eben am Anfang des 19., 20. Jahrhunderts lagen, worauf sich Leute zurückbeziehen können. Und Hassan möchte vielleicht, weil das auch sein Gebiet von Expertise ist, auch noch auf Beispiele verweisen, die noch weiter zurückliegen als nur das 20. Jahrhundert. El Pharaon, nein.